Kapitel 1. Was ist Sepsis? Jedes Jahr erkranken 320.000 Menschen in Deutschland an einer Blutvergiftung. Eine Blutvergiftung nennt man Sepsis. 320.000 Menschen. Das sind ungefähr so viele Menschen, wie in 1000 Straßenbahnen passen. Jede vierte Person, die an Sepsis erkrankt, stirbt an den Folgen der Krankheit. Das sind 75.000 Menschen jedes Jahr. Doch wie bekommt man eigentlich Sepsis? Eine Sepsis wird durch Bakterien, Viren und andere Infektionserreger hervorgerufen. Wenn du zum Beispiel eine Harnwegsinfektion, eine offene Wunde oder eine Lungenentzündung hast, und wenn diese Infektion nicht lokal begrenzt werden kann, dringen Erreger in die Blutbahn ein. Das Immunsystem antwortet dann im Körper mit einer massiven Abwehrreaktion. Die eigenen Organe werden dabei geschädigt. Es kommt zu einem Organversagen und schließlich zum Tod.